Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass so viele da sind zum neuesten Webinar aus dem Hause Francis zum Thema Need Project 2. Da schreiben schon sehr viele. Ich würde alle bitten, und ich mache schon mal meine Bildschirmübertragung an, weil ansonsten wird gleich natürlich zu Recht die Frage kommen, wo ist die Bildschirmübertragung? Ich sehe ja gar nichts. Jetzt sollten Sie etwas sehen, nämlich meinen Desktop mit dem gestarteten Programm Need Project 2 Professional und eine Ordneransicht. Bevor wir direkt loslegen, würde ich nochmal in die Runde bitten, in das Fragenfenster, das Sie in der Leiste sehen sollten, einfach mal kurz einzugeben, woher Sie kommen, damit wir sehen, dass das funktioniert. Und über dieses Fragenfenster können Sie dann auch mit uns in Verbindung treten. Das gilt natürlich insbesondere für die, die neu hier sind. Und das Ding, den Ablauf noch nicht so kennen. Ich sehe viele bekannte Namen und viele waren also schon mal hier. Da haben wir die ganze Republik wieder. Düsseldorf, Frankfurt, Bonn, Berlin, Taunus, Alfeld, Hamburg und so weiter und so fort. Ich selbst komme aus der Nähe von Kiel, sitze also in meinem Homeoffice hier und spreche in den Monitor. Das funktioniert offensichtlich sehr gut bei allen. Wenn es in irgendeiner Art und Weise Ton- oder Bildprobleme gibt, ist der erste und beste Weg immer einmal kurz das Fenster schließen und neu ins Webinar einloggen. Dann, das behebt schon 90% der Probleme und sollten Sie ein Echo hören im Ton, also einen Verdopplungseffekt, dann sind Sie vermutlich zweimal eingeloggt. Dann hören Sie nämlich im Prinzip das Echo von Ihrer eigenen Soundeingangsstelle. Gut, heute geht es um Need Projects 2 in der Professional-Version. Und ich würde als allererstes einfach mal ganz kurz zeigen, wofür ist dieses Programm da? Was macht man damit? Was kann man damit machen? Bevor ich dann in, ja, speziellere Anwendungen hineingehe, sollten zwischendurch kleine Pausen auftreten von einigen Sekunden in meinem Redefluss, dann bin ich wahrscheinlich gerade kurz zu meinem Wasserglas auf der linken Seite rübergegangen. Sprich, habe den Arm kurz ausgestreckt und brauche ein bisschen Flüssigkeitsnachschub. Ja, das Webinar wird natürlich wieder aufgezeichnet und Sie bekommen natürlich auch einen Link zugeschickt nach Ablauf des Webinars, wo Sie sich das nochmal ansehen können. Und wenn es nicht keine weiteren Einwände gibt, würde ich jetzt direkt durchstarten und lade einfach mal eine Bildsequenz ein. Ich zeige Ihnen mal vorher diese Bildsequenz. Ist jetzt kein fotografisches Meisterwerk. Es geht einfach darum zu erklären, was sehen wir und was können wir mit dem Programm machen. Was Sie hier sehen, ist Neumünster, der Stadtteich mit einer Menge Möwen. Und ich habe hier eine Bildsequenz aus der Hand aufgenommen. Man sieht, wie das sich verschiebt. Also ich habe wirklich frei aus der Hand aufgenommen, einfach wie so ein Möwenschwarm bei einer fütternden Dame etwas weiter links, sich sehr heftig bewegt. Diese Bildsequenz, ich sage bewusst nicht Belichtungsreihe, denn es ist eine Sequenz mit gleicher Belichtung, lade ich jetzt einfach hier per Drag and Drop, lasse ich das auf das Programm fallen. Das Programm beginnt sofort mit der Arbeit. Die Bilder werden eingeladen, sie werden aufeinander ausgerichtet. Sie haben ja gesehen, die waren sehr verwackelt. Und wir halten ein Bild zurück, wo die Möwen fehlen. Und das ist eine der primären Anwendungen von Need Projects 2 und Need Projects 2 Professional. Bewegung wird aus einem Bild entfernt, Schrägstrich oder hinzugefügt beziehungsweise aufaddiert. Wozu macht das, wofür ist das gut? Welchen Sinn hat das? Nun, um jeder Fotograf, jeder von Ihnen kennt das, Sie fotografieren eine Sehenswürdigkeit, halten da drauf und irgendjemand rennt immer durchs Bild. Oder es rennen viele Leute durchs Bild oder es ist einfach sehr viel los gerade. Und dieses Programm dient dazu, mit Hilfe einer Bildsequenz eben genau diese Bewegung aus dem Bild zu entfernen und zu versuchen, nur die, der Techniker, wie ich sagt, nur die statischen Objekte, also die unbewegten Objekte, also das, was man eigentlich fotografieren wollte, im Bild übrig zu lassen. Die Bildsequenz, wurde gerade gefragt, ist eine Reihe von hintereinander gemachten Fotos. Das ist genau richtig. Der Abstand der Fotos ist dabei variabel.
Also es ist für Neat-Projects nicht wichtig, dass Sie immer genau eine Sekunde dazwischen haben, sondern Sie können auch zwei Bilder in einer Sekunde schießen, dann 3 Sekunden Pause machen und dann 3 wieder schnell hintereinander. Die Ergebnisse werden allerdings besser und hier gilt die einfache Regel, man sagt immer, weniger ist mehr und bei Neat-Projects ist es genau andersrum, mehr ist mehr. Je länger Ihre Bildsequenz ist, ich nehme jetzt hier oben mal den Bildsequenzplayer, blende die Gewichtung aus, schalte auf Einzelbildanzeige, gehe einmal durch diese Sequenz, die jetzt aufeinander ausgerichtet ist. Man sieht, das wackelt jetzt nicht mehr hin und her. Im Prinzip ist das ja ein Stop-Motion-Video oder ein langsam aufgenommenes Video, also eine Bildsequenz. Und je mehr Bilder Sie machen, umso besser wird das Ergebnis bei der Entfernung von Objekten. Wenn Sie mich mal hier hinten auf diese kleine Möwe da schauen, die bewegt sich nicht außerordentlich viel. Und wenn Sie einen Objekt haben, was sich bewegen sollte, aber sich während Ihrer Aufnahmezeit nicht bewegt hat, dann wird das natürlich auch nicht entfernt. Das werden wir später noch sehen. Da sagt jemand, dass meine Stimme teilweise zerhackt ist. Vielleicht, Egon, einmal neu einloggen, bitte. Für noch andere, die das Problem haben, müssen wir mal schauen, ob das ein tiefergehendes Problem ist. Ich schaue mal kurz hier unten in meine Netzübertragung, die ist aber in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Das, also an dieser Leitung hier liegt es nicht. Gut, bei vielen ist der Ton einwandfrei. Wir machen einfach mal weiter und schauen mal, ob sich das regelt. Wenn es im Internet ein Problem gibt, können wir nicht viel dagegen tun. Die Frage, die kommt, ob das mal auch mit einer kurzen Filmsequenz geht. Ja, das geht natürlich, aber um das hier in einem Bildsequenzprogramm zu verarbeiten, müssen Sie das Video in Einzelbilder zerlegen und dann können Sie sich einladen. Sie können hier nicht direkt eine Videodatei einladen. Das hat Hintergründe der Urheberrechte, denn Videoformate sind und die Algorithmen darin sind urheberrechtlich geschützt. Die darf man nicht einfach so verwenden. Sie finden aber viele freie Programme am Markt, mit denen Sie Videos in Einzelbilder zerlegen können und können das dann hier natürlich einladen. Kein Problem. Nur Sie können halt hier jetzt nicht irgendwie ein MP4-Video einladen. Das geht nicht und das dürfen wir auch nicht ohne so weiteres. Ansonsten hätten wir es gemacht. Wir können also Bewegung entfernen und wir können das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Der ein oder andere kennt vielleicht das HDR-Projects-Programm schon. Hier oben gibt es einen Bereich Bildsequenz bearbeiten. Und dort finden wir dann verschiedene Verfahren, die für die Bewegungsentfernung da sind. Und die liefern verschieden gute Resultate. Wir haben zum Beispiel eine sehr weiche Bewegungsentfernung. Man sieht, es wird insgesamt alles etwas weicher. Wir haben ein Verfahren, das nennt sich Matrix. Da sind dann die Technologien, die dahinter stehen. Dann eines, was auf Farbe basiert, eines, was auf Helligkeiten basiert und ein Multipass-Verfahren. Ein Multipass-Verfahren ist ein mehrfach angewandtes Verfahren. Dort werden dann Bewegungen nach Helligkeit, nach Farbe gesucht und dann wird das Ergebnis miteinander verrechnet, vermengt. Wir können also Bewegungen auf unterschiedliche Arten und Weisen entfernen und das macht natürlich auch in dahingehend Sinn, weil jede Bildsequenz ist anders, aber der Rechner ist natürlich nicht in der Lage zu erkennen, was passiert denn eigentlich. Also der weiß nicht, dass das jetzt Möwen sind, die hier weggerechnet wurden über einem Wasser. Das sind einfach nur Pixel. Das heißt, wenn Sie Bewegung entfernen möchten und hier eine Bildsequenz einladen, würde ich immer empfehlen, einmal durch diese Algorithmen durchzuschauen und zu gucken, was da rauskommt, welches Ergebnis Ihnen am besten gefällt. Der zweite Anwendungsbereich ist das Addieren von Bewegungen. Ich gehe nochmal in den Bildsequenzplayer. Ganz viele Möwen, die sich bewegen und alle an das Futter wollen. Und wenn ich jetzt auf Bewegung addieren klicke, dann sehe ich noch viel mehr Möwen. Jetzt ist nämlich die gesamte Bewegung aus der Bildsequenz in einem Bild aufsummiert. Das ist hervorragend geeignet, um Bewegungsabläufe darzustellen. Zum Beispiel, einfaches Beispiel, Ihr Hund läuft über eine Wiese. Machen Sie mal eine Bildsequenz davon, laden das Sie ein und sagen Bewegung addieren. Dann sehen Sie genau, wie Ihr Hund gelaufen ist. Das können Sie auch mit, zum Beispiel als Anwendung mit einem Surfer machen oder mit Snowboardern oder mit jeder Art von Sport, um solche Bewegungsabläufe zu visualisieren. Da müssen Sie ansonsten, wenn Sie so eine Montage machen wollen, eine ganze Menge arbeiten, bis Sie da sind. Hier drücken Sie auf einen Knopf und das Problem ist gelöst. Es gibt dann auch hier wieder verschiedene Varianten. Dunkle Bewegung aufsummieren, helle Bewegung aufsummieren, das hat so ein bisschen so einen Geisterlook, und Bewegung nach Farbe aufsummieren. Verschiedene Verfahren
Und diese Verfahren können wir jetzt auch unterschiedlich noch einstellen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir bleiben mal bei Bewegung, addieren Farbe und können dann hier eine Glättung hochstellen, um das so ein bisschen zu verwaschen. Oder aber Doppelklick führt auf den Default-Wert zurück. Wir können den Radius erhöhen und somit die Berechnungsgenauigkeit verbessern. Das sind dann Feineinstellungen. Da würde ich in erster Instanz mal nicht reingehen, sondern vielleicht einfach nur mal gucken, wie sehen die Algorithmen aus. Normalerweise landen sie bei dem Programm direkt im Post-Processing-Modul. Und hier gibt es eine sehr einfache Möglichkeit. Nämlich gibt es hier oben die Bewegungsalgorithmen und davor ist so ein kleiner grüner Knopf. Da drücke ich jetzt einfach mal drauf. Dann werden mir alle Algorithmen durchgerechnet und ich kann mir die anschauen. Ich kann da auch reinzoomen und mir das dann im Einzelnen anschauen und mich für einen entscheiden. Zum Beispiel Bewegung entfernen nach Helligkeit. Mache ich Doppelklick drauf, wird der ausgewählt. Wir müssen also nicht hier rübergehen und einen Algorithmus aussuchen. Wir können das direkt über die Browserfunktion machen. Das einmal zum Grundlegenden, was kann man mit diesem Programm machen? Bewegung entfernen, Bewegung aufaddieren. Ganz wichtig dabei ist, und das ist ein Problem, mit dem ich als Entwickler natürlich stark gekämpft habe, es gibt nicht für jede Bewegung eine Lösung. Sprich, ein Algorithmus kann nicht jede Bewegung so erkennen, wie Sie sie als Mensch erkennen. Das heißt, es gibt Situationen, wo das einfach nicht funktioniert. Das passiert meistens dann, wenn Sie A, zu wenig Bilder benutzt haben. Jetzt ist die Frage, die habe ich Ihnen quasi in den Mund gelegt, wie viele Bilder sind denn richtig? Darauf gibt es keine genaue Antwort. Ich kann Ihnen nicht sagen, bei 20 Bildern ist es immer gut. Wenn Sie allerdings 20 Bilder machen, dann ist es meistens schon ziemlich gut. Wenn Sie nur 5 Bilder machen, ist die Aussicht auf einen Erfolg nicht ganz so hoch. Was Sie minimal brauchen, sind 3 Bilder. Denn man braucht mindestens 3 Bilder, um überhaupt Bewegung erkennen zu können. Wenn Sie nur 2 Bilder benutzen würden, und nehmen wir einfach an, wir fotografieren ein Auto, was vorbeifährt, das ist in einem Bild rechts und im anderen Bild links, dann könnte der Algorithmus niemals entscheiden, wo ist denn jetzt die Bewegung? Weil beide Bilder den gleichen Wert haben. Wenn ein drittes Bild dazukommt, dann ist eine erste Entscheidung möglich. Und je mehr Bilder Sie machen, je feiner Sie das also abstufen, desto genauer wird die Information. Ich nehme kurz ein paar Fragen mit rein. Die Bilder müssen nicht mit einem Stativ gemacht sein. Wir gehen noch mal kurz an das Beispiel hier, das ich jetzt einfach im Media Player anzeige. Man sieht, wie ich hier gewackelt habe. Also das bewegt sich um hunderte Pixel hier in der Gegend herum, weil das Bild hat eine Auflösung von 4000 Pixeln horizontal. Und wenn da so ein ganzes Fenster plötzlich fehlt, also Stativ ist nicht notwendig. Eine automatische Bildausrichtung ist vorhanden. Und die zweite Frage, die gekommen war und die sicher für alle interessant ist, ist es besser, eine langsame Sequenz aufzunehmen, also größere Pausen dazwischen zu lassen oder aber in schnellere Abfolge zu schießen? Dazu muss ich ein klein wenig ausholen. Das Programm kann bis zu 200 Bilder laden. Also Sie können Bildsequenzen bis zu 200 Bilder einladen. Und wenn Sie viele Bilder machen und Ihre Kamerageschwindigkeit nutzen, vielleicht 5 oder 6 Bilder pro Sekunde aufnehmen, dann schadet das nicht. Ich persönlich mache die Sequenzen meistens, indem ich tatsächlich einfach die Kamera so in die Hand nehme, von Hand auslöse und einfach immer klicke. 2-mal pro Sekunde drücke ich drauf. Das ist so ein guter Mittelwert. Wenn Sie eine sehr feine Bewegung aufnehmen möchten, also von einem Objekt, was sich sehr schnell bewegt, zum Beispiel Sie stehen bei einem Formel-1-Rennen und möchten einen vorbeifahrenden Formel-1-Wagen in einer Sequenz darstellen, dann sollten Sie sehr schnell aufnehmen. Es hängt also ab von der Geschwindigkeit des Objektes. Während wenn Sie eine Schnecke aufnehmen wollen, dann können Sie ein Bild alle 5 Minuten machen und kriegen immer noch eine gute Sequenz. Die Abhängigkeit ist hier also von der Bewegungsgeschwindigkeit des Objektes. Man sagt, das ist relativ zur Bewegungsgeschwindigkeit. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich habe hier eine Bewegungssequenz. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen zurückklicken, damit ich da wieder hinkomme. Von meinem Webinarkollegen Thomas Detweiler, der so nett war, mir die zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Sequenz aus Hamburg mit 62 Bildern. 62 mal schlapp 18 Megapixel. Das ist also schon eine ganze Menge Bild. Wir machen wieder Drag and Drop, werfen das
auf die Oberfläche, sagen, nein, das Projekt möchten wir bitte nicht speichern. Und während jetzt hier 62 Bilder geladen werden und aufeinander ausgerichtet werden, beantworte ich die Frage vom Johann. Ja, das funktioniert natürlich auch mit RAW-Dateien. Wir unterstützen aktuell etwas über 1000 Kameras. Kann ich gleich nochmal zeigen, wo man das sieht. Sollte mal ein RAW-Format nicht unterstützt werden, können Sie natürlich jederzeit den RAW-Konverter Ihrer Kamera benutzen, die Bilder in TIFF wandeln, 16-Bit, das ist wichtig, 16-Bit-TIFF-Bilder benutzen und diese dann hier einfach einladen. Das Bild ignorieren Sie einfach mal kurz. Im Menü Informationen, unterstützte RAW-Formate, finden Sie eine Liste aller Kameras und Hersteller. Da können Sie dann noch den Hersteller an sich anklicken. Zum Beispiel nehmen wir mal Kameras von Fujifilm, das sind 77 Stück, die hier unterstützt werden. Die können Sie sich dann hier ansehen. Sie könnten das jetzt auch im Browser öffnen und von da aus dann noch ausdrucken, die Liste, wenn Sie die mal haben möchten. Aber ich denke, wenn man einfach nachgucken kann, das reicht schon. Gut, wir haben jetzt eine Bildsequenz und die hat mehrere Stellen. Eine Stelle fällt Ihnen mit Sicherheit sofort auf. Das ist der Himmel. Das sieht ja nicht mehr aus wie ein Himmel. Das ist natürlich ein Problem. Ich zeige Ihnen mal kurz im Bildsequenzplayer, was wir hier eigentlich haben. Die Gewichtung drehe ich mal raus, stelle auf Einzelbildansicht und dann gehe ich einfach mal durch die Sequenz durch und man sieht, was hier passiert. Da ist eine ganze Menge los auf dem Platz. Der Himmel bewegt sich natürlich erheblich und es ist nicht nur der Himmel, der sich bewegt, denn für mich als Entwickler ist Bewegung nicht nur die Bewegung von Menschen und vom Himmel, sondern auch etwas, was wir hier gerade sehen, genau zwischen diesen beiden Bildern, die Bewegung von Licht. In dem Falle von Beleuchtung. Und mal scheint die Sonne durch die Wolken durch und mal haben wir Schattenionen. Das heißt, hier bewegen sich effektiv Schatten. Und auch das ist Bewegung. Und das Programm muss also in der Lage sein, und das ist in diese Algorithmen auch eingebaut, die Belichtung von Bildern auszugleichen. Denn hier verändert sich ja die Helligkeit des Bildes nicht unerheblich, wenn die Sonne da reinscheint. Auch das wird automatisch gemacht, während Sie die Bewegung, wenn Sie die Bildsequenz einladen, da wird also als allererstes werden die Bilder aufeinander ausgerichtet, danach wird die Belichtung zwischen allen Bildern ausgeglichen. Das heißt in weiterer Folge, und das ist eine Neuheit in Neat Projects in der Version 2, Sie können hier auch Belichtungsreihen einladen, wenn die lang genug sind. Die werden dann auch ausgeglichen, soweit das technisch möglich ist. Vielleicht komme ich am Schluss noch dazu, Ihnen das zu zeigen. Das ist eine ganz spannende Geschichte für die Leute, die HDRs machen unter Ihnen. Aber kümmern wir uns erstmal darum, wie kriegen wir denn jetzt die Problemzonen dieses Bild in den Griff? Das Erste, was wir natürlich haben, ist ganz klar, der Himmel. Dagegen müssen wir was tun. Für solche Probleme von stark bewegten großen Bereichen, die sich weich bewegen und Himmel haben die Eigenschaft, sich weich zu bewegen, und da steckt das Wort auch schon drin, haben wir in Neat Projects 2 zwei spezielle Algorithmen entwickelt, nämlich Bewegung entfernen weich. Bewegung entfernen sehr weich. Die schauen wir uns mal an. Bewegung entfernen weich ist schon besser, aber nicht schön. Wir müssen also vielleicht noch einen Schritt weitergehen und benutzen Bewegung entfernen sehr weich. Unten, die Leute sind immer noch weg. Oben, der Himmel sieht jetzt zumindest vernünftig aus. Und mehr kann man auch nicht erwarten, denn wenn wir noch mal hier reinschauen, was da oben passiert, da ziehen ja im Grunde zwei komplette Wolkenfelder vorbei. Dass man da nichts einfach so herausnehmen kann und sagen kann, das ist jetzt das Richtige, das ist wahrscheinlich eben klar. Aber eben diese Algorithmen Bewegung entfernen weich und sehr weich ist genau für solche organische Bewegung, das heißt Wolken, Bewegung von Bäumen. Man sieht hier auch, es ist so ein bisschen weich, da hat sich im Wind was bewegt. Bewegung von Wasserläufen, Flüssen, am Meer, am Strand würde ich immer Bewegung entfernen weich oder sehr weich benutzen. Wenn das nicht reicht, und da komme ich schon, ich bin gerade abgelenkt, ich bin wieder mit den Augen auf dem zweiten Monitor im Fragenfenster, man möge mir das verzeihen, wenn Ihnen das Ergebnis nicht ausreicht, was der Algorithmus Bewegung entfernen, weich oder sehr weich erzeugt, gibt es eine Möglichkeit, dass selektiv und ganz dediziert zu tun. Ich stelle mal wieder auf Bewegung entfernen Multipass, den Default zurück. Auch hier könnte man noch einen anderen Weg gehen und über die Glättung versuchen, irgendwas zu erreichen. Aber das wird nicht funktionieren. Das wird nie schön aussehen. Denn
Der Algorithmus ist hier einfach überfordert, weil hier zweimal komplette Wolkenfelder vorbeigezogen sind und da kann man sich für nichts entscheiden. Was können wir also tun? Es gibt hier oben so ein Pinselsymbol. Das ist der Gewichtspainter. Den kennen viele schon aus dem HDR-Programm. Den haben wir adaptiert und umprogrammiert, sodass er für Bewegungssequenzen funktioniert. Das war nicht einfach, aber machbar. Und wie das im Einzelnen geht, zeige ich Ihnen mal kurz. Als allererstes suchen wir uns mal irgendein Bild raus mit einem Himmel, der uns gefällt. Und da gehe ich direkt nochmal auf die zweite Frage ein, die kam vom Rolf, ob die Fahne, die Flagge hier oben scharf zu bekommen ist. Denn in unserem Ergebnis ist die ja weich. Wenn ich Bewegung im Fernseher weich anmache, ist sie noch etwas weicher. Bekomme ich es also hin, auch einen guten Himmel zu produzieren? Und eine Flagge, die vielleicht auch gut aussieht. Und ich würde mich für diese Flagge entscheiden, weil die so ein bisschen Faltenwurf hat und müsste mich dann in dem Zuge auch für diesen Himmel entscheiden. Und wenn ich das jetzt übertragen möchte auf unser bewegungsentferntes Bild in seiner Default-Ansicht, kann ich neben dieses Bild, welches ich ausgewählt hatte, in diese leere Fläche hineinklicken und dann öffnet sich der Gewichtspainter. Da erscheint eine rote Farbe neben diesem Bild. Das heißt, ich setze jetzt die Farbe Rot referenziert auf dieses Bild an. Das ist einfach eine Zuweisung. Und mit dieser Farbe Rot kann ich jetzt im Bild malen. Ich male aber nicht mit roter Farbe, sondern ich male mit dem Gewicht. Ich zeige Ihnen das mal kurz, was da im Einzelnen passiert. Ich male jetzt mit dem Gewicht dieses Bildes, male hier mal so einen Strich drauf. Dann sehen Sie, wie hier unten in dieser Maske ein Strich erscheint. Und das sind genau solche Masken, wie Sie sie schlussendlich aus jedem Ebenenbildprogramm kennen. Nur diese Masken werden im Original, ich lösche das mal wieder raus, alle Gewichte bitte löschen, die werden vom Algorithmus, den Sie hier rechts ausgewählt haben, vorbefüllt. Da findet die Berechnung statt und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, das zu manipulieren. Und wenn wir jetzt hier den Additionsmodus wählen, also die Stärke des mit rot markierten Bildes soll erhöht werden auf dem Bild. Zusätzlich gibt es hier noch so einen Standsmodus. Der Text ist relativ lang. Was der im Einzelnen tut, dieser Standsmodus ist, auf dem roten Bild wird die Gewichtung erhöht, auf allen anderen durch die Stanze abgesenkt. Das heißt, wenn ich jetzt hineinmale mit Additionsmodus und Standsmodus, so, dann wird das rote Bild exklusiv auf Bereichen, die ich bemale, freigestellt. Dazu erhöhe ich mal die Deckkraft und die Pinselgröße, dann muss ich nicht ganz so viel malen und male jetzt einfach mal so von da drüber. Dann dauert das einen Moment, dann muss das jetzt auf 62 Bildern machen. Und wir sehen, ich habe jetzt hier ein Stück Himmel reingemalt. Jetzt können wir hier also den Himmel anmalen, inklusive Flagge und den Gebäudekanten. Da ist ja keine weitere Bewegung. Dann dauert das einen Moment. Und dann müssen wir da noch ein bisschen mehr oben drüber malen. Da müssen wir so lange drüber malen, bis das Ergebnis da ist, wo wir das haben wollen. Nämlich bis die Gewichtung stimmt. Und so können wir dann den Himmel dort freistellen. Ich müsste jetzt eine ganze Weile malen. Ich male einfach mal noch ein wenig, um das Ergebnis noch zu verbessern. Und stelle dann als untere Basis gleich nochmal ein. Bewegung entfernen, sehr weich. Unsere Vorbasis, die wir hatten, dann wird das schon deutlich besser. Und jetzt habe ich nicht nur die Flagge scharf bekommen und den Himmel so, wie ich ihn haben möchte. So, das braucht etwas Zeit, weil 62 Bilder dauern halt ein bisschen. Ich habe zusätzlich auch noch hier oben die Bäume scharf bekommen und eine feste Uhrzeit auf der Uhr. Und trotzdem sind unten die Personen alle verschwunden. Das heißt, ich habe meine Sehenswürdigkeit von Touristen befreit und mir trotzdem einen schönen Himmel, eine schöne Uhrzeit und eine schöne Flagge gegönnt. Und das alles, wir setzen das nochmal zurück. Hier hatte ich die rote Farbe drin. Pardon, muss ich einmal direkt reinklicken, den gleichen Workflow. Sie entscheiden sich für ein Bild, aktivieren Additionsmodus, Standsmodus und malen dann einfach einmal über die Bereiche, die für Sie gerade unschön aussehen, drüber und stellen so ein einzelnes Bild frei an der Stelle. Das heißt, Sie können innerhalb von 1 bis 2 Minuten,
den Himmel und störende Elemente entsprechend so hinzeichnen, wie Sie möchten. Denn Sie können ja hier jedes beliebige Bild auswählen. Die Bilder finden Sie übrigens etwas besser, wenn Sie die im Bildsequenzplayer sich ansehen. Sie sehen, der Dateiname wird da unten direkt eingeblendet. So finden Sie die leichter. Wir können also selektiv den Himmel dahin malen, wo wir ihn haben wollen. Was wir natürlich auch machen können, ist dann zu sagen, okay, ich möchte aber vielleicht bei der Uhrzeit eine andere haben. 11:55 finde ich ein bisschen hübscher. Das ist ganz am Ende. Dann klicke ich da nochmal rein, dann kriege ich eine grüne Farbe für dieses Bild hier. Wähle dann die grüne Farbe aus, passe die Pinselgröße an, male einmal über die Uhr rüber. Dann habe ich dort 11:55 stehen. Jetzt habe ich die Uhrzeit aus dem letzten Bild, die Flagge aus dem fünften Bild und den rechten Teil des Himmels auch aus dem fünften Bild. Den linken Teil des Himmels könnte ich jetzt mir hier von dem anderen Bild holen. Ich kann das also beliebig zusammenstellen. Was dabei natürlich passieren kann, ist das, was Sie sehen, die Helligkeiten passen nicht so richtig zusammen. Was kann ich denn da tun? Relativ einfach, ich nehme das Bild, was ich gerade hier hineingemalt habe und ändere die Helligkeit einfach ab, bis das passt. Auch das kann ich dann nachträglich korrigieren. Und das ist immer wieder das Konzept im Projects-Programm, alles zu jeder Zeit. Sie können also, wenn Sie schon im Post-Processing sich für eine Bearbeitung entschieden haben, Ihren Optimierungsassistenten eingestellt haben und vielleicht auch eine selektive Zeichnung schon drauf gemacht haben oder noch eine Körnung draufgelegt haben, sich auch dann noch umentscheiden und sagen, ich möchte einen anderen Algorithmus bitte, ich möchte hier im Painter noch irgendwas machen oder aber ich möchte vielleicht die Verzeichnung erst jetzt korrigieren, nachdem ich das alles schon gemalt habe. Auch das würde gehen, dann würde das alles entsprechend angepasst. Das wende ich jetzt nicht an, weil dann müssen Sie 1,5 Minuten zugucken, denn immer im Hinterkopf behalten, hier werden gerade 62 Bilder zu 18 Megapixel bearbeitet. Wir reden über 1,1 Gigapixel Daten. Das dauert dann einfach ein bisschen. Deswegen drücke ich hier einfach mal auf Schließen und mache das jetzt nicht. Dann müssen Sie nicht so lange einfach dem Balken zusehen. Gut, wir haben also jetzt gelernt, wir können Bewegung entfernen. Wir können natürlich auch hier die Bewegung jetzt noch addieren. Dort, wo wir nicht gezeichnet haben. Man sieht, hier oben habe ich noch nicht sauber gezeichnet. Und man sieht, für das Bewegung addieren, hier war einfach zu viel los. Wir können das noch mit Helle- oder Dunkeladdition versuchen, aber hier war einfach schon zu viel los. Und das sieht man ja auch, wenn man sich das alles mal aufsummiert vorstellt, dann ist es für Bewegung addieren zu viel, denn es läuft ja nicht eine Person einfach nur einmal durchs Bild, sondern es laufen x Personen von links, von rechts in unterschiedlichen Geschwindigkeiten hindurch. Das Entfernen funktioniert gut. Das Addieren in dem Falle nicht ganz so gut, weil wir die Sequenz nicht auf die Art und Weise gemacht haben. So, ich hole einmal tief Luft und gönne mir mal einen Schluck aus meinem Getränkeglas. Und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die gerne kurz rein. Ich bin in einer Sekunde wieder für Sie da. Da bin ich auch schon wieder und habe noch eine Frage vom Francis gefunden, der fragt, wenn Neat die Bewegung verschwinden lässt, dazu muss ich jetzt nochmal im Painter meine gemalten Sachen hinauslöschen, wenn die Bewegung doch entfernt wird, gerade Bewegung entfernen weich, warum denn die Bewegung bei der Flagge oben nicht entfernt wird? Und das ist genauso ein Problemfall. Man könnte jetzt ja denken, es müsste ja eigentlich die Flagge verschwinden, wenn die da die ganze Zeit im Wind weht. Wenn Sie hier jetzt mal schauen, dann sehen Sie, dass die Flagge doch die meiste Zeit, also die Mehrzahl der Bilder, voll im Bild ist. Und an den Stellen, wo sie hier weich wird, einmal aus dem Painter wieder raus, damit wir da ein bisschen ran können, da wusste der Algorithmus jetzt nicht so genau, was er machen soll. Denn hier war zu ungefähr der Hälfte der Zeit war dort Flagge vorhanden und zur anderen Hälfte war keine Flagge vorhanden. Wir sind also wieder in dem Zustand, wo wir am Anfang waren. Zwei Bilder, ein Auto links, ein Auto rechts. Und schon weiß die Mathematik, die Algorithmik nicht mehr, was sie tun soll. Weil sie nicht entscheiden kann, das ist eine Flagge und die müsste sichtbar sein. Der Martin fragt, ob man Bewegung addieren, verschwimmen lassen kann und die Schärfe beeinflussen kann. Das wird sehr schwierig. Also wenn Sie jetzt hier mit einem Verfahren Langzeitbelichtung drauf losgehen,
Rezepte eben mit sehr weich entfernter Bewegung bei hoher Glättung, so dass die Personen noch so ein bisschen ineinander verschwimmen, ganz leicht, dann mit Schärfe was zu machen, ist doch eher etwas schwierig. Was ich Ihnen noch zeigen wollte, ist, das Bild ist ja noch nicht fertig bearbeitet. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Bewegung entfernen, sehr weich stehen. Mache mal im Post-Processing noch das eine oder andere. Wir haben hier einmal den Optimierungsassistenten, den viele von Ihnen schon kennen. Das Tool analysiert das Bild und optimiert automatisch Entrauschung, Tonwert, also die Helligkeit und die Brillanz. Tonwert ist Helligkeit und Brillanz, die Klarheit, die Farbdynamik und die Schärfe. Die Körnung schalte ich mal wieder ab. Und ein Problem, was ich natürlich hier sehe, ist, hier unten bei dem Baum sehe ich nicht viel. Wir haben jetzt die Möglichkeit, aus diesem Bild, was jetzt ja ein Bild ist, aus ursprünglich 62 Bildern, das über diese Projects-Schnittstelle direkt an eines der Projects-Programme zu schicken, zum Beispiel an HDR Projects 2018. Das mache ich jetzt mal und schicke dieses Bild jetzt direkt rüber. Jetzt wird das erstmal in voller Auflösung berechnet. Um die blauen Fenster können wir uns gleich auch noch kümmern. Da können wir dann das selektive Zeichnen nochmal ins Spiel bringen. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Einfach nur, um mal kurz einen Bearbeitungsworkflow, einen möglichen zu zeigen. Dauert einen kleinen Moment, weil 62 Bilder in voller Auflösung berechnen, werden zum HDR-Programm geschickt. Das ist dann im HDR-Programm angekommen und hier sieht man dann, was hier oben in dem Baum eigentlich noch drin steckt. Ich nehme mal das Standard-HDR-Verfahren. Das ist der ausgewogene HDR-Stil. Wir sind jetzt im HDR-Programm. Und nochmal kurz zum Need-Programm zurück. Hier ist der Baum einfach nur schwarz, das Laub. Und über eine HDR-Entwicklung aus einem Bild wohlgemerkt, kriegen wir da noch richtig was an Informationen ins Bild. Jetzt könnten wir das Bild direkt weiterschicken zu Sharpen Projects, um das nachzuschärfen. Mache ich jetzt mal nicht, weil das wird rübergeschickt, geschärft und das ist ja heute nicht das Thema. Heute geht es ja um Bewegung. Aber diese Sache mit der Belichtung, also mit HDR aus einem Bild, macht das Sinn? Diese Frage kommt ja immer mal wieder auf. Und hier sehen Sie sehr deutlich, dass das Sinn machen kann. Es war eine Frage gekommen bezüglich, die Fenster wären sehr blau. Das ist richtig, denn wir dürfen nicht vergessen, der Himmel war ja eigentlich auch sehr blau. Und das sind natürlich Reflexionen vom Himmel, die offensichtlich andere Wolkenbewegungen hatten. Was können wir jetzt machen? Wir könnten jetzt versuchen, über selektive Zeichnen. Selektives Zeichnen ist ein spezielles Tool in den Projects-Produkten, wo Sie mit einem Pinsel Effekte auftragen können, dort die Fenster weniger blau zu machen. Wie würde das funktionieren? Wir nehmen uns jetzt mal ein Fenster raus und sagen, wir wählen aus den Effekt Farbe reduzieren. Den klicke ich jetzt an und hier oben einen Pinsel. Und mit diesem Pinsel kann ich jetzt, der ist ein bisschen groß gerade, ich mache den mal ein bisschen kleiner, mit diesem Pinsel kann ich jetzt in Bereichen zeichnen. Und zwar zeichne ich nicht eine Farbe, sondern, machen wir den Pinsel mal wieder größer, dann kriegen wir es ein bisschen weicher und schalten die Maskierung ab. Ich kann einen Effekt malen. Gehen wir da mal noch ein bisschen näher ran. Da, wo ich jetzt gerade gemalt habe, ist die Farbe weniger geworden. Das ist jetzt nicht bis an die Kante rangegangen. Dazu kann ich die Maske dann noch erweitern, die wir gerade gemalt haben, bis das Fenster ausgefüllt ist. Und so könnte ich die Fenster jetzt einzeln entfärben oder etwas weniger blau machen. Das ist allerdings ein bisschen aufwendig, ne? Wenn Sie sich das mal anschauen, das für jedes Fenster einzeln zu machen, das ist nicht Weg der Wahl. Was wir machen können, ist das, was wir vorhin schon mal gemacht haben. Wir gehen in den Gewichtspainter und suchen uns ein Bild, wo vielleicht weniger blau in den Fenstern drin ist, wenn das überhaupt der Fall ist. Das heißt, als allererstes sollten wir mal untersuchen, wo kommt denn das Blau überhaupt her? Sind das wirklich Spiegelungen oder sieht das da vielleicht wirklich so aus? Das weiß ich nicht, weil ich war nicht selber da. Wir könnten jetzt hier mit dem Painter noch hineinmalen und uns ein Bild aussuchen, welches wir für die Fenster haben wollen. Zum Beispiel dieses, was wir gerade sehen. Hier wähle ich jetzt die blaue Maske an. Und dann nehme ich einen etwas kleineren Pinsel und stelle hier Addition und Stanzmodus die Fenster entsprechend frei in der Bewegungssequenz. Das würde auch funktionieren, um dann einzelne Bereiche umzufärben. Eine weitere Methode, um Blau aus dem Bild zu nehmen, ist das Raw-Modul, Farbpalette,
weniger blau reinmachen. Das geht auch. Also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, das zu manipulieren. Jetzt machen wir mal eine RAW-Entwicklung auf 62 Bildern, aber nur mit einer Farbveränderung. Das geht dann noch relativ schnell. Und dann sieht das Ganze auch schon nicht mehr ganz so blau aus. Jetzt ist der Himmel natürlich auch nicht mehr ganz so blau. Das ist etwas, was Sie dann einkaufen. Darüber, dass Sie das so machen. Wir haben jetzt die grobe Einführung gehabt in Neat Projects und die Zeit ist schon wieder halb rum. Der Wahnsinn. Ich würde jetzt gerne die Frage von dem Edmund aufnehmen. Der fragt, wie ist das bei größeren Menschenmengen und ob da Sehenswürdigkeiten sind. Also es geht um größere Menschenmengen vor Sehenswürdigkeiten. Und das würde ich ihm gerne an einem anderen Beispiel zeigen, was passiert, wenn sich Objekte vielleicht nicht so bewegen. Bei Menschenmengen machen das sehr gerne, dass sie als Ganzes stehen bleiben. Das gilt aber auch für einzelne Personen. Und dafür habe ich hier irgendwo eine Reihe, eine Sequenz, die auf dem Brocken oben aufgenommen ist, im Harz, per Drag and Drop Bilder auf das Programm fallen lassen. Es wird erstmal das Projekt freigegeben. Die neuen Bilder werden eingeladen, vorbereitet, in der Helligkeit aufeinander angeglichen. Die Bildausrichtung findet statt, weil auch diese Sequenz ist natürlich von der Hand aufgenommen. Und dann bekomme ich dieses Bild als Ergebnis. Das stellen wir jetzt nochmal ins Preset auf Original um. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich eine Bildsequenz in Neat Project 2 eingeladen habe, ist, ich mache den Bildsequenzplayer auf und gucke mir an, was habe ich hier überhaupt. Wie sieht denn das aus? Da läuft vorne jemand vorbei, kommt von links jemand ins Bild. Und da hinten, also hier, findet gerade das Gleiche statt wie das, was ich hier gemacht habe. Nämlich, es werden Bilder aufgenommen. Und diese Person, der Fotograf, der da sitzt, sitzt da sehr lange. Das heißt, das Programm wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, diese Person zu entfernen, weil die Person insgesamt länger dort gesessen hat, als sie nicht gesessen hat. Und das Gleiche gilt für Gruppen von Menschen, die sich so als diffuse Masse stehend dann vor einem Objekt befinden. Wenn sie 50 Aufnahmen machen, und die Gruppe steht 50 Bilder vor ihrer Sehenswürdigkeit, dann wird es ihnen nicht helfen. Dann werden sie auch mit Neat Projects nicht viel erreichen. Wenn sie 50 Bilder machen und die Gruppe steht 30 oder 35 Bilder davor, dann wird es funktionieren, wenn sie danach weg ist. Man muss also beim Fotografieren ein bisschen darauf achten, was bewegt sich gerade? Was möchte ich eigentlich aufnehmen? Und ist genug Bewegung in meinem Motiv vorhanden, damit das Resultat was werden kann? Wenn Sie sich nicht sicher sind, machen Sie einfach mehr Bilder. Da kommen wir wieder an den Punkt, mehr ist mehr. Ich habe hier bei der Aufnahme dieser Sequenz nicht auf diesen Fotografen geachtet. Ich habe ihn nicht bemerkt. Der ist mir durchgegangen. Und deswegen sitzt er hier auch im Bild, fertig. Während die Person, die der Fotograf aufgenommen hat, die ist weg, die war nämlich nicht so lange da. Die anderen Personen, die hier hinten noch stehen, die standen die ganze Zeit da. Da können sie nichts gegen tun. Zumindest in erster Instanz nichts gegen tun. Wir haben auch hier wieder das Himmelproblem. Das sieht jetzt fast aus wie aus einem Comic. Und wenn wir hier jetzt, wir haben ja gelernt, die Algorithmen mal durchprobieren, gucken, was da rauskommt. Bewegung entfernen weich wird besser, Bewegung entfernen sehr weich wird noch ein bisschen besser, aber nicht gut. Das heißt, für diese Bewegung, das ist ja eine leichte Wolkenbewegung, die aber doch über ja, ein Fünftel Bild ungefähr geht insgesamt, da können die Algorithmen direkt nichts tun. Da haben wir dann auch was gelernt. Wir können uns einen Himmel aussuchen, irgendeinen, klicken dort rein, Addition, Standsmodus, wir verändern die Gewichte für dieses Bild und malen jetzt über den Himmel drüber und erhöhen das Gewicht dieses Bildes und malen den Himmel dort einfach ins Bild. Und darauf achten, dass wir nicht die Bewegung von Leuten mit manipulieren, da ein bisschen raufgehen, nur die Bereiche, die nicht von Leuten geschnitten werden. Unser Himmel ist jetzt in Ordnung und an dieser Stelle würde ich nicht Bewegung entfernen, weich oder sehr weich benutzen, weil das haben wir ja jetzt schon selber in den Griff bekommen. Das heißt, ich würde dann bei dem Default-Algorithmus bleiben, denn der Multipass-Algorithmus erzeugt in den meisten Fällen das beste Ergebnis für Bewegungsentfernung. Nicht bei allen.
Aber bei den meisten. Die Frage vom Rolf, ob die kommt, ob die Maske teilweise entfernt werden kann, also das, was wir hier gemalt haben. Ich blende die Maske hier mal mit ein. Wir können natürlich hier auch mit einem Radiergummi das wieder entfernen, falls das gemeint ist. Also wir malen ja selektiv und wenn wir zu viel gemalt haben, können wir das natürlich auch wieder rausnehmen. Kein Problem. Was machen wir jetzt mit dem Fotografen? Was machen wir mit den Personen, die da hinten stehen? Nun, so wie das in dieser Aufnahme aussieht, müssen wir damit einfach leben. Denn wir haben beim Fotografieren nicht darauf geachtet. Wir könnten jetzt versuchen, das einzeln herauszunehmen. Machen wir das ruhig mal. Und ich werde Ihnen jetzt nochmal eine Stelle zeigen, die Sie vielleicht noch nicht entdeckt haben. Nämlich hier links in diesem Häuschen werde ich jetzt mal die Belichtung ein wenig anheben. Ich gehe dazu ins RAW-Modul, in den Bereich Belichtung. Das RAW-Modul verändert immer die gesamte Sequenz, aber nur die Sequenz, die im Speicher liegt. Nicht die Sequenz, die auf Ihrer Festplatte ist. Diese Dateien werden wir nicht verändern. Und werde jetzt hier mal die Schatten in der Beleuchtung anheben. Dann sehen wir, da steht jemand. Da ist also irgendeine Form von Bewegung. Ja, vielleicht so in der Helligkeit noch, machen wir es noch ein bisschen heller, dann sehen wir es ein bisschen besser. Das ist etwas zu viel. Das wenden wir jetzt mal auf alle Bilder an. Dann sollte im Ergebnis da links etwas auftauchen. So können Sie das vielleicht ganz gut sehen. Ich habe mal das Preset natürlich Licht ausgewählt. Also die Wahl von Presets ist natürlich sehr einfach und sehr direkt. Und wir sehen hier links, ist es zu einer Artefaktbildung gekommen, weil sich dort eine Person bewegt hat, aber nicht sehr viel. Sprich, sie hat die Wand verdeckt. Und dazu kommt, dass diese Bewegung dann noch mit der Bewegung anderer Personen gekreuzt wurde. Und das ist das, was wir im Ergebnis hier sehen. Und wie kriege ich das jetzt weg? Einmal den Blick nach rechts rüber. Lokale Anpassungen. Da haben wir einmal das selektive Zeichnen. Das haben wir schon gesehen. Das hilft uns hier nicht. Darunter gibt es noch manuelle Korrekturen. Und diese manuellen Korrekturen sind im Prinzip so eine Art Kratzer- und Sensorfehlerkorrektur zum einen, zum anderen aber auch ein sogenannter Stencil, ein Pinsel, eine Bereichsretusche oder wie auch immer Sie das nennen möchten. Das heißt in vielen Programmen sehr unterschiedlich. Was das macht, ist, wir wählen einen Bereich aus, das ist immer ein Kreis, und klicken auf diese Störung. Dann sucht das Programm einen Bereich, wo es glaubt, dass diese Störung am besten mit ausgeglichen wird. Und diesen Bereich, dieses Ergebnis nehme ich mir jetzt und setze das auf diesen Pfahl. Und das wiederhole ich dann. Ich mache den Bereich noch etwas größer. Und hier möchte ich ein bisschen mehr korrigieren. Nehme mir den Bereich und setze den wieder so hin, dass das aufeinander passt. Das kann ich jetzt so lange wiederholen, bis ich mit der Verlängerung dieses Pfahls, die ich immer wieder betreibe. Hier hat es schon sehr gut funktioniert. Eine kleine Anpassung, bis ich diese Person dort entfernt habe. Hier brauche ich wieder einen etwas kleineren. Ich drücke die Tasten Plus und Minus, um die Größe zu verändern. Hier auf der rechten Seite sehen Sie, wie der Größenregler sich dabei verändert. Hier nehme ich nochmal einen etwas kleineren Bereich und korrigiere auch da nochmal ein bisschen Pfahl hinein. Muss aber Pfahl von oben nehmen. Vielleicht irgendwie so. Das ist jetzt ein bisschen zu groß. Müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Das passt auch ganz gut. Das passt nicht so gut. Man sieht, es wird immer automatisch direkt eingepasst. Vielleicht so. Und auf diese Art und Weise habe ich jetzt diesen Menschen dort entfernt in meinem fertigen Bild. Das Gleiche könnte ich jetzt natürlich auch hier hinten versuchen, aber ich glaube, da wird mir das sehr schwer fallen. Wir können es ja mal probieren. Das habe ich vorher nicht ausprobiert. Das hier habe ich natürlich vorher ausprobiert. Weil, wenn wir uns diesen Bereich mal anschauen, wo dieser Fotograf steht, und mal schauen, was wir da, das ist die Maximalgröße, größer könnten wir nicht. Wenn wir jetzt hier einen Bereich suchen möchten, der dort hineinpasst, dann macht das Programm das grundsätzlich ganz gut. Da wird ein Stück Zaun gesucht, welches diesen Zaun verlängert, aber es sieht natürlich jeder, dass das nicht dahin passt, weil hier diese Verbindung fehlt. Und wir haben keine Stelle im Bild, die wir so verlängern könnten, dass wir es schaffen. Ich nehme den Bereich mal wieder weg. Löschen. Ja, bitte. Dass wir diesen schrägen Zaun verlängern können und diese gerade Kante. Und das würde unser Auge sofort sehen.
Das kriegen wir einfach nicht hin, weil ein solcher Bereich im Bild nicht existiert. Sprich, wir sind an dieser Stelle wirklich am Ende unseres Lateins und können hier nicht mehr machen. Wir hätten einfach, und das war definitiv mein Fehler beim Fotografieren, am Schluss nicht hier aufhören sollen, sondern noch 5, 6, 7 Bilder weitermachen sollen. Dann wäre er weg gewesen. Ist mir schlicht nicht aufgefallen. Das heißt, die Qualität bei der Bewegungsentfernung steigt, je häufiger Sie das machen, weil Sie ein anderes Auge dafür entwickeln, wie Sie eine Sequenz aufnehmen müssen. Und der Hartmut sagt gerade ganz richtig, ein bisschen Mensch im Bild schadet auch nicht. Denn ganz ohne Menschen sieht es manchmal auch komisch aus. Was Sie natürlich nicht möchten, ist der Klassiker, Sie stehen vor dem Eiffelturm und haben halt irgendwie dann vielleicht noch Leute, die am besten in Ihre Kamera reinwinken. Das sind einfach Dinge, die möchte man nicht haben. Man möchte das Motiv. Zu dem Thema, ein bisschen Mensch tut manchmal vielleicht auch ganz gut. Vielleicht nochmal eine Anregung. Wir können natürlich auch diesen Painter dazu benutzen, diesen Gewichtspainter, uns eine bestimmte Bewegungssituation einer Person herauszusuchen. Zum Beispiel dieses Pärchen, was da gerade läuft. Das Bild ist vormarkiert mit grün. Das ist immer, wenn Sie den Painter direkt auswählen, dann wird das zentrale Bild, das Masterbild mit grün belegt, das darüber mit rot, das darunter mit blau. Wir könnten also jetzt hier mit grün, Addition und Stanzmodus hatten wir gelernt, um das Bild, was mit grün markiert ist, stärker zu gewichten und alle anderen Bilder gleichzeitig schwächer, könnten wir also hier den Pinsel etwas in der Größe verkleinern, sonst malen wir zu großflächig und malen jetzt dieses Pärchen hinein, exklusiv ins Bild. Und dann steht das auch in unserem fertigen Bild drin. Wir können uns also auch an der Stelle noch entscheiden, welche Menschen wir wieder drin haben wollen. Da kann man ganz interessante Motive mitbauen. Wenn wir das jetzt nämlich mal ein wenig weiter spinnen, haben wir hier das Pärchen nochmal. Klicke ich nochmal drauf, bekomme dann die blaue Farbe zugewiesen und male dann dieses Pärchen hier ein zweites Mal rein. Sie können also anfangen zu montieren. Ganz einfach, ganz schnell. Kleiner Hinweis vielleicht an der Stelle, wenn Sie ein Gruppenfoto machen von Ihrer Familie, dann haben Sie immer irgendjemanden, der zur Seite guckt. Auch das könnten Sie theoretisch mit Neat machen, eine Bildsequenz aufnehmen und sich die Köpfe so hinmalen, wie Sie wollen. Geht auch. Gut, ich hole nochmal tief Luft. Wir haben noch ein paar Minuten. Das ist ja schon wieder gleich 6:10. Ein Wahnsinn, wie die Zeit immer durchgeht. Vielleicht haben Sie noch Fragen. Zögern Sie nicht. Die Gelegenheit wird nie besser sein. Was Sie gerne sehen möchten, was Sie interessiert, was Ihnen auf der Seele liegt. Ich werde nochmal kurz in meine Sequenzen hineinschauen. Und werde vielleicht nochmal eine größere Sequenz wählen. Ich glaube, die habe ich schon mal in einem Webinar gezeigt. Die Frage, die vom Nick kommt, nach den wichtigsten Tastaturkürzeln ist einfach erklärt, aber nicht weniger wichtig. Wenn Sie das Informationsmenü öffnen, gibt es hier eine Funktion Tastaturbefehle anzeigen. Die zeigt Ihnen alle Tastaturbefehle, die im Programm verbaut sind. Also jede Art von Shortcut, das könnten Sie jetzt von hier aus im Browser öffnen und von dort ausdrucken, wenn Sie möchten. Ansonsten stehen die auch im Handbuch. Die Frage, die von Bernhard kommt, ob das alles auch mit Neat Projects 1 geht, natürlich nicht. Denn wenn Neat Projects 1 das gleiche könnte wie Neat Projects 2, hätten wir keine Version 2 gemacht. Das ist die etwas flachsige Antwort, man möge mir das verzeihen. Es gibt viele, viele Neuerungen, die in der Version 2 ausschließlich sind. Das sind zum Beispiel die unterschiedlichen Bewegungsaddieren-Verfahren, die neuen Bewegungsentfernungen, weich und sehr weich, der Belichtungsausgleich beim Einladen der Bilder und so weiter und so fort. Also da sind wahnsinnig viele Neuerungen drin. Das können Sie sich auf der Webseite vom Francis Verlag natürlich ansehen. Wenn Sie auf die Produktseite gehen von Neat Project 2, dann sehen Sie dort auch Vergleichstabellen von der Version 1 zur Version 2, also was Sie dazu bekommen. Es sind neue Presets dazugekommen. Es gibt eine neue Verrechnungsmethode im SCA, im intelligenten Farbraum und. Also das ist eine Liste von etlichen Seiten von Neuerungen, weil wir, also insbesondere, wir machen sehr ungerne Updates, wo man nicht das Gefühl hat, dass man auch wirklich eine neue Version bekommt. Das ist eine Sache, die ja persönlich mir auch sehr wichtig ist, dass einfach genug drin ist, dass Sie das Gefühl haben, ja, ich bekomme hier auch was. Wir wollen ja keine Unzufriedenheit schüren. Ich weiß, das wird
andererorts viel gemacht, aber nein, falsches Thema. Lassen wir das beiseite. Wann ein Coachbuch kommt, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das weiß ich als Entwickler nicht. Ich hatte gerade gesagt, ich wollte noch mal so eine große Sequenz nehmen. Das ist eine Bildsequenz mit 94 Bildern. Der gleiche Teich in Neumünster, ein anderer Tag. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. 94 Bilder zu, sagen wir mal, grob 20 Megapixel. Das heißt, wir haben ungefähr 2 Gigapixel Bilddaten. Und das dauert dann natürlich ein bisschen. Das bringt natürlich auch immer wieder die Frage nach dem Arbeitsspeicher und nach der Rechnergeschwindigkeit und sowas auf den Plan. Mein Rechner ist natürlich ein bisschen größer, weil ich den auch zum Entwickeln hier benutze. Das ist also mein Rechner, mit dem ich auch die ganzen Projects-Programme entwickle. Im Normalfall würde ich sagen, wenn Sie Bewegungssequenzen machen mit 20, 30 Bildern, dann kommen Sie mit 8 GB RAM gut zurecht. Wenn Sie längere Sequenzen machen wollen, also im Bereich 100 oder mehr Bilder, würde ich Ihnen 16 GB RAM empfehlen. Gut, der gleiche Teich. Vorhin bei den Möwen haben wir hier links an der Seite gestanden und darüber geschaut. Jetzt stehen wir 90 Grad versetzt und gucken auf den ganzen Teich im Stadtzentrum. Leider war das Wetter nicht sehr schön, sprich der Himmel ist außerordentlich langweilig. Nichtsdestotrotz zeigt diese Sequenz sehr gut. Ich zeige Ihnen die mal im Bildsequenzplayer, was man mit Bewegung machen kann. Da ist nicht so viel Bewegung los. Da schwimmt eine Ente so ein bisschen durch und ein paar andere noch so ein bisschen in der Gegend rum. Und jetzt sagen wir dem Programm einfach mal direkt im Post-Processing Bewegung addieren. Und dann kriegen wir diese ganze Bewegung schön angezeigt. Und wenn wir uns das jetzt mal in voller Auflösung anzeigen, das dauert jetzt einen kleinen Moment, nutze ich die Gelegenheit zwischendurch, um auf die Frage einzugehen, ob Prozessoren mit mehreren Kernen oder mit vielen Kernen unterstützt werden. Ja, werden sie definitiv. Unter anderem wird auch Ihre Grafikkarte unterstützt. Unter Extras, Einstellungen gehen und Ihre Grafikkarte kompatibel ist, das wird bereits bei der Installation festgestellt, dann finden Sie hier einen Haken GPU-Beschleunigung verwenden. Die Anzahl der Prozessorkerne, die unterstützt wird, ist begrenzt auf 2048. Das ist ein Wert, den werden Sie nicht erreichen und ich auch nicht. Ich selber habe hier einen Rechner, der hat 32 Prozessorkerne, das ist ein Dual-Xeon-System. Also Prozessorkerne werden unterstützt, zumindest in die nächsten 10 Jahre hinein, was da an Entwicklung kommt. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese kleine Ente sehr fleißig ist und sich ordentlich bewegt und diese gesamte Bewegungssequenz sehr schön abgebildet wird. Und jetzt könnten wir hier mal auf die Idee kommen, einen Bildzuschnitt zu machen, einen freien Bildzuschnitt und einfach nur diese Bewegungssequenz der Ente uns rauszuschneiden und da eine kleine nette Grafik draus zu machen. Jetzt schneide ich also alle 94 Bilder zu und habe jetzt die Bewegung dieser Ente isoliert. Ich wollte Ihnen das einfach gezeigt haben. Was kann man mit Bewegungssequenzen eigentlich noch alles so machen? Es müssen ja nicht immer nur entfernte Bewegungen sein. Es können ja auch, kann ja auch das Aufzeigen von Bewegungssequenzen sein. Sie könnten zum Beispiel mit einer Drohne eine Bewegungssequenz aufnehmen von Fahrzeugen, wie die sich, wie gefüllt Landstraßen sind, wie sich Rehe auf einer Weide bewegen und, und. Also die Anwendungsgebiete sind da sehr vielfältig und auch sehr interessant. Und Thema Auto auf Straße, da habe ich noch eine ganz besondere Sequenz mitgebracht. Die wollte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Das sind 25 Bilder, 24 Bilder in einer Sequenz, aufgenommen aus einem sehr hohen Gebäude in Dubai, dessen Name ich nicht nennen darf, weil dieser Name tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist. Ich habe jetzt leider die Enten schon wieder aus dem Bild genommen. Von Hartmut kommt die Frage, ob man nur jede zweite Ente anzeigen könnte. Ja, das könnte man tatsächlich, indem man einfach nur jedes zweite Bild einlädt. Wenn Sie jede dritte Ente haben wollen, nehmen Sie jedes dritte Bild. Oder Sie können natürlich auch in der Bewegungssequenz, kann ich Ihnen noch mal kurz zeigen, könnten Sie einfach jedes zweite Bild deaktivieren. Es geht aber wahrscheinlich leichter, wenn Sie einfach jedes zweite Bild einladen. Wie gesagt, das ist eine Bewegungssequenz, aufgenommen aus einem sehr hohen Gebäude in Dubai, durchs Fenster durch. Das hat aber sehr gut funktioniert.
Ich zeige Ihnen mal kurz, was da so los ist unten auf der Straße. Da ist also einiges in Bewegung. Die Bewegungsentfernung funktioniert sehr gut, bis auf die Stellen, wo die Fahrzeuge an der Ampel stehen, während ich aufgenommen habe. Da kann natürlich nichts passieren. Was ich absolut beeindruckend finde, sind die Straßen dort. Es ist unfassbar, wie riesig diese Straßen sind. Teilweise Autobahnen mit 8 Spuren auf jeder Seite. Das ist unfassbar. Und es gibt nicht ein einziges Schlagloch in diesen Straßen. Die sind alle neu. Aber genug der Schwärmerei zu Straßen. Bewegungsentfernung funktioniert sehr gut. Hier mit allen Algorithmen, weil es, nochmal den Bildsequenzplayer angeschaut, eine sehr klare Bewegung ist. Der Rest des Motivs steht still, da ist keine Bewegung drin. Es hätte sich ja zum Beispiel der Kran hier bewegen können, dann hätte der Algorithmus es etwas schwieriger gehabt. Der Teil, der hier viel interessanter wird, finde ich persönlich, ist das Addieren von Bewegung. Da klicken wir nochmal drauf. Und dann bekommen wir plötzlich sehr viele Autos. Klicken da mal drauf, auf die volle Auflösung und dann tun wir einfach mal so, als wäre wahnsinnig viel los gewesen. Auch hier könnte man jetzt natürlich, um der Frage dann nochmal entgegenzukommen, jedes zweite Bild nehmen. Man sieht, ich habe jetzt ein Bild entfernt und hier ist ein Auto verschwunden. Wenn ich jetzt zwei Bilder weiter das auch das Bild entferne, müsste dieses schwarze Auto verschwinden. Gehen wir da mal ran. Das müsste verschwinden, wenn ich dieses Bild entferne, weil das ist ja eine Sequenz, die hintereinander aufgenommen ist. Und siehe da, das funktioniert. Also auf diese Art und Weise kann man natürlich solche Bewegungssequenzen auch auflockern. Ich würde aber dann tatsächlich empfehlen, dass Sie einfach hier jedes zweite Bild markieren und dann die reduzierte Sequenz einladen. Dann haben Sie es leichter, als wenn Sie sich hier durchklicken müssen. Also Bewegung addieren kann auch mal sehr kreative Ergebnisse erzeugen oder sehr volle Straßen. Man kann auch einen Stau vortäuschen. Das haben wir damit dann auch mal gesehen. Und ja, ich bin jetzt im Großen und Ganzen am Ende angekommen, weil es lohnt nicht jetzt für 2 Minuten noch ein Bild aufzumachen und dann noch groß in die Erklärung einzusteigen. Ich würde jetzt noch mal kurz einen Blick über die Fragen werfen, ob ich irgendwas ganz Relevantes übersehen habe. Da ist ja auch jemand im Hintergrund, der noch hilft beim Beantworten der Fragen über den Textbereich. Ein Sonderangebot gibt es, soweit ich weiß, auch. Diese Angebote müssten Sie dann auch per E-Mail bekommen. Nach Ablauf dieses Webinars. Über die genauen Angebote weiß ich als Entwickler nicht Bescheid. Ja, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie weiterführende Fragen haben, schreiben Sie auch gerne an webinare@francis.de. Dort werden Sie Antwort erhalten. Der Bernd fragt gerade noch, wie ist es zum Beispiel mit einem Wasserfall? Wasserfälle, Flüsse, weiche Bewegung hatten wir vorhin schon mal so bei Himmeln. Himmel, Flüsse, Meerbewegung, also am Meer stehen. Sind alles weiche organische Bewegungen. Das geht natürlich auch. Sie können darüber dann auch eine Langzeitbelichtung erzeugen. Was Sie nicht machen können, ist, wenn Sie eine Bewegungssequenz vom Fluss aufnehmen, machen 20 Bilder und sagen, also das Wasser ist ja aber noch da. Das Wasser ist ja gar nicht weg. Das wird natürlich nicht entfernt. Aber was Sie machen können, ist natürlich über Bewegung addieren, wenn Sie ein Wildwasser haben. Können Sie das Wasser wilder aussehen lassen? Vielleicht schaffe ich das eben noch. Ich hatte genau den Fall hier nämlich auch zur Hand. Ah, das kriegen wir noch eben rein. Bewegungssequenz mit 7 Bildern. Laden wir noch mal eben ein. Das ist am Strand aufgenommen. Eine Welle brandet an den Strand heran. Und diese Welle kann man natürlich nicht entfernen. Wir kriegen das gleiche Problem, was Sie sehen. Hier direkt sehen wir, was wir vorhin beim Himmel hatten. Schauen wir uns kurz hier an. Erster Klick immer Bildsequenz Browser einmal angucken. Das ist also, sind 7 Bilder. Da kommt so eine Welle an. Die ist es aber nicht durchfotografiert. Das heißt, die Welle ist nicht komplett ausgelaufen. Ergo kann sie auch nicht komplett entfernt werden. Was wir aber machen können, ist Bewegung addieren. Dann bekommen wir das Ganze etwas wilder hin. Hier sind auch noch Artefakte drin. Versuchen Sie mal für solche Situationen Bewegung addieren hell. Dann kriegen Sie eine sehr große Welle raus. Wenn das jetzt insgesamt etwas zu hell ist, gehen wir mal ins RAW-Modul rein, in den FX-Bereich und sagen Spitzlichter retten. Huch, das sieht ja plötzlich völlig anders aus. Wir holen sehr viele Details mit diesem Regler, FX, Spitzlichter retten.
aus den Lichtbereichen heraus, wenden das auf die ganze Sequenz an. Und dann kriegen wir da noch ein bisschen mehr. Dann wird die Welle ein bisschen größer. Und so können Sie Effekte verstärken. Bei fließendem Wasser, bei auch im Himmel. Sie können Wolken verdoppeln. Alles, was man sich vorstellen kann, was irgendwie verstärkt werden mag. Gut, jetzt ist es wirklich fast genau 6 Uhr. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, wenn Sie spezielle Fragen haben, webinare@francis.de. Ja, ich kann mich ansonsten nur herzlich bedanken und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und wiederhören. Und wünsche alle einen schönen Tag und ja, machen Sie schöne Fotos. Bis dahin, wiederhören.